Ach, da komm mal rein. Ghoul, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Der Typ neben der Tanke? Na, ich weiß nicht, wer ist denn ihr Retter? Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Ghoul. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Der arbeitet doch gar nicht. Ghoul. Ist mir schon klar. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Also Kaffee kochen und wahrscheinlich dabei 20 Menschen umbringen. Also, wir sind hier Ghoul. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Kaffee, genau, nehmen Sie mit. Ghoul. Betatschen. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Das glaube ich dir aufs Wort. Also wirklich, Gizmo. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Das sieht auch schon so aus, als hätte er das schon 300 Jahre gemacht. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Ich werde sie retten. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr? Ich will einen Notfall melden. Können Sie mir einen Augenblick mit ihr allein lassen? Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Danke fürs Gespräch. Wird sie denn eigentlich wieder gesund? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Super duper heftig. Ich werde sie retten, also Rufus. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Also Rufus mal 1000 ist gleich gute Mischung. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Kaffee. Worauf warten Sie? Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Ja, Rufus, wenn der 1000 Mal hintereinander sogenannten Bekannten sagt, ist er ja schon längst tot. Wie lange der braucht dafür? Na gut. Ich will einen Notfall melden, sag mal. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe das Zwicken im Rücken da. Kannst du mal nachsehen? Aber nicht bekrabbeln. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Beim Bett liegt er da schon genug.
Feuer! Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Naja, 8 Kerzen und Rufus, also beziehungsweise irgendein Gegenstand plus Rufus ist gleich Explosion. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereinigt alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Na, immerhin hatten sie 8 Jahre ohne Explosionsrufus. Das ist schon mal was. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. So, können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Ich dachte, wir können die jetzt klauen. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, danke für das Gespräch. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken, wirklich gar nichts. So, vielleicht können wir statt Goal irgendwie den Gizmo anziehen. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Ja, ich würde es dem wahrscheinlich auch nicht zeigen. Goal anziehen. Mit extra Anziehungskraft. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Oh. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Konzentrier dich, sie kann dir... Ja, warte nur mal und Goal. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein ganz toller Satz. Ich lasse doch niemanden vor. Ich stelle mich immer ganz vorne an. Aber er ist doch ganz vorne. Wenn du ihm jetzt die 66 gibst, bekommst du die 1, Rufus. Was haben wir denn hier noch? Türknopf. So, hier, Türknopf. Wow. Hat jetzt sonderlich viel gebracht. Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Ja, ich glaube, die freuen sich, dass du hier lebst. Irgendwie gibt's bald eine Party. Offenbar bereitet man sich auf ein... Ja, aha. Nimm mit. So. Zum Rathaus. Und jetzt können wir die Luftballons mit Lotti kombinieren. Was haben wir denn da? Ist das etwa... Mit Luftballons. Meine Anziehungskraft ist... Ja, warte das mal. Das muss nicht gewartet werden. So, das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Das glaube ich. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Nummer 66. Ja, ganz toll. So, zum Dorfkern. So, und jetzt einmal hier hochgehen. Vielleicht Magneten mit Haaren des Wassertanks. Vielleicht kannst du den irgendwie anziehen oder so. Also mit der Anziehungskraft, nicht anziehen. Das wäre ja irgendwie ein bisschen creepy. Meine Anziehungskraft ist... Ach so, ja. Balance da dranhängen. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Nein. Oh. Naja, die haben es auf jeden Fall nicht böse gemeint. Rufus ist bestimmt irgendwie lieb gemeint, weiß ich nicht. Nein, dies ist ein... Ja, Moment mal. Ja,
vielleicht Schornstein? Pinsel hat eine Schutzkappe. Ja. Toll. Dann in Tonis Laden. Also ein bisschen schneller. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Ja. Besser, ich bringe es hinter mich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Wie selbstlos ist das? So, wie läuft das Geschäft? Ich würde gerne etwas kaufen. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich die Müllkippe verlasse. Was sind das für Coupons? Die Hausapotheke ist verschlossen. Ich muss weg. Ja, wie läuft denn eigentlich das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Mhm. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Ja, warum bist du denn eigentlich so sauer? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Oh, was? Ach, nichts. Oh Gott. Kaufen würde ich übrigens auch gern was. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Ich arbeite als Profimodel. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Na, das wollen wir aber noch sehen. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ja, Geschenkgutscheine ist tolle Sache, Rufus. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Aber ich tolle hätte gern... Geschenkgutscheine. Manu, die Hausapotheke ist verschlossen. Ich würde da gern ran. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ist aber extrem nett von dir. Ich meine, wenn du ihn so sehr hast, warum lässt du ihn dann nicht verbluten oder weiß ich nicht. Ich muss weg. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Stell ihn doch beim Sperrmüll raus.